In diesem Video geht es darum, dass dein Hund egal wo sitzen bleibt. Und dieser Trecker, der kam uns gerade gut gelegen. Geht los. Brrr, go. Dogma TV. Wow. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma. Das ist Theo, Silver, Rocky. Das ist ein Trecker. Und was es damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Du erfährst übrigens auch, dass dein Hund liegen bleibt, wo er liegen bleiben soll, mit einem ganz einfachen Tipp, was du auch wirklich ganz toll und einfach aufbauen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt geht's los. Sitz. So kannst du deinem Hund ganz einfach das Bleib beibringen. Und zwar sind meine Hunde hier, wie du ja siehst, an meinem Auto. Das Auto, das symbolisiert Sicherheit und dass ich in jedem Fall wiederkomme. Das ist in erster Linie erstmal ein bisschen besser als ein Baum, wenn du mit dem Training anfängst. Silver kann das schon besser, der ist 3 Jahre alt. Theo ist ein bisschen über 1 Jahr. Mit dem müssen wir das natürlich ein bisschen mehr üben. Und zur Frustrationstoleranz kommt noch dazu, dass ich jetzt mit Rocky einfach ein Stück weitergehe. Also die wollen natürlich hinterher, dürfen sie nicht. Theo, Silver, bleib! Dann kommt ein Handzeichen und ich gehe jetzt mit Rocky einfach weiter. Wenn ich sehe, der nimmt so Anlauf. Stopp! Sitz! Dann muss ich natürlich da eingreifen. War ein bisschen laut, hä? Genau. Dann gehe ich einfach nochmal drauf zu. Wenn ich merke, er ist jetzt heute ein bisschen, naja, nervöser, dann gehe ich auf ihn zu. Jetzt drehe ich mich wieder um, gehe wieder weg. Und jetzt ist ganz schön zu sehen, da hinten kommt ein Trecker. Und den findet Theo ganz spannend. Und das Coole ist, die sind jetzt hier an der Leine. Der fängt jetzt an zu spritzen. Du kannst natürlich jetzt hier auch auf Ablenkung trainieren, weil die Hunde, die sind ja sicher. Gesichert am Auto. Wir haben jetzt hier einen Trecker. Der ist ganz spannend. Den nehmen wir natürlich auch mit. Der ist gerade gekommen. Macht vielleicht jetzt gerade ein bisschen Krach. Hey, 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 stopp! Und ja, da braucht man sich dann selber keinen Stress machen, weil man kann dann nicht mit dem Arm mitgehen. Gerade hier so ein Junghund, der dann doch ganz gerne in die Leine pfeffert. Macht dir auch keine Sorgen. Also Theo hat ein super breites Halsband. Und hier hinten an der Leine, Rocky, würdest du bitte einen Schritt mitkommen? Hier hinten an der Leine, da siehst du schon, da ist eine Feder. Also da wird auch noch mal ein bisschen alles gelockert. So, der Trecker, der fährt da gerade seine Gerätschaften aus und fängt an, das Fell zu spritzen und macht da ein bisschen Krach. Also das ist alles super spannend, super interessant und das würde ich dir auch empfehlen. Nimm, wenn sowas ist, hau da nicht ab, weil du denkst, du störst, weil hier störe ich in jedem Fall den Bauern nicht. Sondern nimm das mit, nimm das einfach mit. Ja, also du siehst hier, Theo guckt, kann ich hin, da gibt es auch keine Belohnung. Ja, also in jedem Fall, wenn du da jetzt bestätigst, bestätigst du wahrscheinlich falsch. Also lass ihn einfach gucken und wenn er da nicht in die Leine hopst, dann ist alles gut. Und wenn er in die Leine hopst, naja, wird er automatisch korrigiert, indem er da nicht hin kann. Und Silver, der lässt sich gut gehen. Ja, Theo ist schon abgelenkt von ihm. Und ist halt immer noch ein bisschen nervös. Wassernapf steht da auch. Den hab, hey, 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 brauchst nicht einsteigen. Ist alles okay. Und den hat Theo aber da schon umgekippt. Und jetzt geht's los. Der fängt jetzt da an, vor sich hin zu glieren. So heißt es in Fachsprache. Und Theo, der will wahrscheinlich ein Spielzeug holen. Also so spannend ist das alles nicht mehr. Aber du hast gesehen, die Übung, die fing mit Bleib an. Und dann wurde doch so ein bisschen Ablenkung und Trecker draus. Das Schöne ist, der fährt jetzt da seine Runden hin und her und kreuz und quer. Und wir können weitermachen mit unserem Bleibtraining. Theo, Silver, bleib. Und dann geht's wieder los. Ich gehe mit Rocky los. Ich muss aufpassen, weil der Theo, der ist ungefähr so 1 Meter vom Zugstopp, dass der da nicht reinkachelt. Ja? Wenn er da Gras isst, stopp! Ist alles gut.
Und das Schöne ist, dein Wort hat jetzt auch eine Konsequenz. Ja? Wenn du den Hund am Arm hast, ja, und du rufst dann deinen Befehl und der Arm geht aber noch einen Meter weiter oder dein Hund hat so viel Schwung, dass er dich einfach mal 2 Meter nach vorne mitnimmt, dann ist das Kontra. Jetzt hat er wieder seinen Napf, den er da weggetreten hat. Ja, das ist Frustrationstoleranz, das muss er alles lernen. Du fängst jetzt erstmal an, normal zu laufen. So, im kleinen Radius. Kommst du wieder mit? Extra-Tipp: Bleib kannst du von deinem Hund im Stehen, Sitzen oder Liegen verlangen. Einfacher ist es, wenn du deinen Hund liegen lässt und dann den Befehl Bleib aussprichst. Wenn du jetzt noch so einen ganz wilden Hund hast, der da hin und her knallt, dann mach auch in jedem Fall die Leine ein bisschen kürzer hinten ran. Ja, das sind jetzt über 3 Meter wegen diesem Verlängerungsstück und Expander. Das ist natürlich nicht so günstig, wenn er denn wirklich hin und her knallt. Komm, Rocky, einmal machen wir noch. Und warum machen wir jetzt noch einmal? Ganz einfach, immer die Übung positiv beenden. Der Trecker kommt jetzt hier zurück. Da gehen wir einfach nochmal drauf zu, damit das gar nicht schlimm ist. So, Theo, der sitzt da. Und du weißt, du machst das so lange, bis es einmal gut klappt. Weil du beendest jede Runde und jede Übung positiv. Und dass es gut klappt, sollte der Hund nichts aus dem Auto klauen. Hey! Jawohl, setz dich hin. So ist fein. Ich könnte auch die Autotüren zumachen. Dann wäre das einfacher. Dann würde er da nicht an sein Spielzeug wollen oder an die Futterkiste oder sonst irgendwie was. Und das übe. Ja, und schon lernt dein Hund, da einfach mal abzuwarten, sitzen zu bleiben, liegen zu bleiben. Knallkopf, dem fällt immer irgendwas ein, um mich aus der Reserve zu locken. Aber er liegt da und wenn er jetzt nach vorne knallen sollte, dann zieht er wenigstens Silver nicht mit in Mitleidenschaft. Kommst du noch eine Runde mit? Ja, na komm. Einmal machen wir noch, weil der Trecker da gerade so schön kommt. Tada. Nun lassen wir die dann natürlich nicht alleine, wenn der Trecker da immer näher kommt und stellen uns da einfach zu. Ich denke mal, wenn der jetzt da umdreht, dann wird das alles noch mal viel besser. Jawohl, super Mäuschen. Jawohl. Oh, so toll, prima. Jetzt bleibe ich trotzdem in einem Radius, wo er mich noch nicht anspringen kann, falls er es vorhatte. Da ist Rocky, da ist der Trecker. Und jetzt warten wir einfach noch mal ganz gemütlich ab, bis die Gefahr vorbei ist. Ja, also so ein Trecker ist ja natürlich auch ein bisschen gespenstisch, ist laut, macht Krach, ist groß. Und das Blödeste, was passieren kann, ist dann natürlich, dass dir die Hunde da irgendwie abzwitschern und in so eine Gerätschaft reinrennt. Also das will der Bauer nicht, das will der Hund nicht, das willst du nicht. Und nicht alle halten an. Also es gibt immer so eine und so eine. Die meisten sind wirklich nett und halten dann an. Aber das willst du auch nicht. So, jetzt dreht er um mit seinem fetten Gerät. Und Theo ist da natürlich sehr interessiert. Du beobachtest deine Hunde. Und das hat er ganz gut gemacht. Ja, du siehst, es ist alles auch gar kein Drama mehr. Jetzt haben sie schön gewartet. Zur Belohnung gehe ich jetzt noch mit allen und wünsche dir und deinem Hund eine schöne Übung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und bis zum nächsten Video. Ciao, bis DogmaTV. Frrr.